sehe ich gar nicht ein jetzt. Der Honig ist noch nicht abgeholt, aber hier kommt das Schiff. Genau. Die Fahrt zu euch hat sich bezahlt gemacht. Schön. Hat uns wieder was für 600 verkauft. Können wir hier noch was einschmeicheln? Sollen wir es mal riskieren? Wir kommen beim Hendrik. Ich bin so froh, dass wenigstens ihr mich ernst nehmt. Ja, ja, genau. Dafür schicken wir dir jetzt auch einen Bombenleger irgendwo hin. Ihre Truppen werden angegriffen. Warte, meine Truppen werden angegriffen? Es gibt ein trächtiges Feuerwerk. Er schießt jetzt auf unsere Truppen. Euch möchte ich besser nicht zum Feind haben. Ach, sie hat das noch? Wie viel zockt eigentlich unser Schlag? Naja, 58. Kommt vorbei. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. So, jetzt sieht es schon wieder anders aus. 3 gegen 1. Nochmal wird mir das nicht gelingen. Und einen Auftrag haben wir schnell bekommen. Bergen Sie das Wrack. Wo ist das Wrack? Hier, oder was? Ne, wo ist denn das? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ne. Was ist denn dieses Wrack? Wird ja gar nicht angezeigt. Ach doch, da unten jetzt. Ja, komm. Machen wir jetzt gleich mit dem. Fahren wir erstmal zum... zur Werft, dann wird das ein bisschen aufgeheilt. Also dann schicken wir die wieder zum Eskortieren. Und Honig, warum steht denn das jetzt? Das kann... Achso, deswegen. Wir können los. So, 62 Tonnen Honig kommen dann jetzt. Warum haben wir das jetzt hier hochgeschippert? Dafür, genau. Wie viel Geld bringt uns das? 2500? Naja, ist jetzt nicht die Welt. Wohin geht es? Es kommen auch noch viel bessere Aufträge. Die dann auch ein bisschen mehr bringen. Ich habe eben noch kurz was getrunken. So. Oh, unsere Schiffe sehen aber nicht so gut aus. Wir können los. Egal, bauen wir hinten einfach mal eine Werft in. Dann lassen wir die hier schnell reparieren. Und das Schiff ist schon wieder repariert. Nehmen wir mal 20 Tonnen Stoffe mit und fahren wir mal schnell hier runter. So. Ich dachte bloß, das würde euch vielleicht freuen. Ja, ja, es freut mich doch. Ach, er schenkt uns 1200 Goldmünzen, das ist aber echt nett. So, hoffentlich geht das mal ein bisschen schneller hier. Wir sind bereit. Und das stellen wir jetzt einfach frech daneben. Naja, aber es geht schon relativ schnell. Schon nur noch 100 Trefferpunkte, das warten wir jetzt noch kurz. Dann können wir das nämlich gleich wieder weiterschicken, nicht dass wir das dann irgendwann vergessen. Und uns wundern, warum denn keine Waren mehr ankommen. So. Das kann weitermachen, das wird jetzt repariert. Masterarbeiter, ja, Masterarbeiter, schön. Hier war das genau, dann können wir das gleich mitnehmen. Aber das ist aber ziemlich wenig Zeit für so einen Auftrag. Soll sich mal ein bisschen beeilen in sein Deckerschiff. Es kann sofort losgehen. Naja, müsste aber doch genug Zeit sein. Müssten wir gerade so schaffen. Wir sind bereit. Die Hydra 3 ist ja auch ein schicker Name. So, noch 40 Trefferpunkte. Warten wir auch noch eines kurz. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Zack. So. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Feuer ist ausgebrochen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Heute ist ja alles dabei. Schiff ausgebrochen. Feuer ausgebrochen. Schiffe werden angegriffen. Naja. Wie viel Honig? Ist Honig schon da? Nein, ist noch nicht da. Hm. Hier kommt er. Super. Handelsschiff, ahoi. Dann werden wir jetzt auch gleich mit den Pralinenherstellungen anfangen und dann steigen die hoffentlich dann auf. Na komm, sind sie da? Ich weiß gar nicht, welches von beiden Schiffen. So, jetzt muss es da sein. 60 Tonnen davon. Und 2 davon. Wir werden aber... Ich stopp das noch ein bisschen, damit wir so ungefähr 10 Tonnen mal herstellen. Damit das ein bisschen schneller geht. So, nur noch 3,5 Minuten mit dem Auftrag. Lass mich wissen, was du brauchst.
Komm, zack. Wir können dir trauen. Du darfst ab sofort auch aus den kostbarsten Gütern durch den Handel mit dir. So, haben ihre Stadt ausgebaut. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, ist ein bisschen größer geworden. Können wir, genau, Bündnisvertrag. Also ist es beschlossen. Montezumas Rache schwächt die Truppen eines Gegners. Perfekt. Dann war es das tatsächlich. Und wenn wir dann im Krieg sind, dann können wir das super einstellen. Beim Hendrik werden wir es wahrscheinlich doch nicht so brauchen, aber... Oh, was ist denn das? Ach so, das ist ja nur der Sprengmeister. Ach, hier unten das. Ich räume den Weg frei. Machen wir die Siedlung, räumen wir die ein bisschen auf. Und wir, ihr seht schon, wir haben jetzt schon minus 67. Es kann sofort losgehen. Komm, beeil dich mal ein bisschen. 200 Minuten hast du mir herzukommen, das schaffst du aber, komm. Ich lasse es jederzeit wieder für euch krachen. Super. Was hat er denn jetzt eigentlich für Dein Waren Besuch noch? Ist stets Gold. Eine erfreuliche Abwechslung. Gold können wir noch verkaufen und Schiffe können wir noch, Gold können wir noch einkaufen, Schiffe können wir noch verkaufen. Und Talismane halt. Ist aber nicht so wichtig. Zumindest jetzt noch nicht. So, wie viel haben wir? 2 Tonnen Paliden. Und schon 22 Tonnen von dem Honig weg. Und das Schiff ist gerade mal hier hinten. Wie viel bringt das denn pro Ladung? Naja, 60 Tonnen bringt schon pro Ladung. Also ist schon in Ordnung. Vielleicht können wir noch eine dritte davon bauen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir halt gucken. So. Ein Deckerschiff noch. Na, das schaffen wir aber locker. Ich würde ja am liebsten mal die Pralinen nehmen, aber... Ich suche nach jemandem, der einen dringenden Auftrag für mich erledigt. Aber ich glaube, naja, wir können ja mal ein paar kaufen. So 10 Stück, dann haben wir 97. Ja doch, 10 Stück können wir mal kaufen. Das ist auch logisch. Von dem Geld, was wir hier bekommen, können wir uns mehr als 15 Tonnen kaufen. Aber wir können natürlich dann auch, also bei ihm hier. Aber jetzt sind sie so blöd und nimmt die 15 Tonnen Pralinen. Das kann sofort losgehen. 20 Tonnen Nahrung verkauft. Schön, ihr habt dabei, worum ich euch gebeten habe. Habt Dank für eure Hilfe. Aber natürlich. Ein paar Werkzeuge können wir auch nochmal kaufen. 10, so. Nun, wenn ihr euch etwas dazu verdienen müsst. Ja, möchte ich, Winfried, wie viel? Ich gewähre euch selbstredend eine Audienz. Das ist schon ein Einzelmännchen, ey. Freunde sind immer willkommen. So, 3 Bündnisse haben wir jetzt. Das ist die maximale Anzahl. Ich weiß nicht, ob wir mit der Königin verbündet sein können. Auf jeden Fall können wir die Unabhängigkeit erreichen. Ja, das ist wirklich die Meldung, die am meisten kommt. Unsere Schiffe werden angegriffen. Toll. Das weiß ich jetzt auch langsam. So, 19 Tonnen haben wir hier. Ist jetzt nicht die Welt. Aber gleich bringt unser Entdeckerschiff bringt ja auch noch ein bisschen was mit. 31 Tonnen, um genau zu sein. Pralinen haben wir jetzt wie viel hergestellt? 9 Tonnen. Komm, dann lassen wir die einfach jetzt mal. Lassen wir die mal ein bisschen Pralinen essen. Honig haben wir noch 32 Tonnen, wenn man die noch mitzählt, die 10 Tonnen. Und unser Schiff ist schon fast wieder da mit 62 Tonnen. Ja, das ist alles in Ordnung. Hier, das können wir mal abreißen. Feuerwehr brauchen wir eh nicht. Die baue ich dann immer nur, wenn es mal brennt, weil sonst... Ich finde, das ist unnötig verschwendetes Geld, wenn man so eine riesige, wenn man so ganz viele Feuerwehrs hat für 100 oder so Produktionskosten und dann brennt es eigentlich, ne? Einmal in einer Stunde oder was weiß ich. So, noch 7 Minuten, dann haben wir 3 Stunden gespielt. Und davor werden wir es doch hoffentlich schaffen, diese blöden Kaufleute zu erreichen. Mit den Steuern müssen wir sogar noch ein bisschen runtergehen, damit die im euphorischen Bereich sind. So ist das halt. Wir können ja nochmal gucken. Alkohol hat sich einigermaßen eingependelt. Nahrung geht ein bisschen runter. Also Alkohol und Nahrung, darum müssen wir ein bisschen arbeiten. Und Pralinen natürlich. Das ist noch nicht so. Aber sonst müsste es ja eigentlich reichen. Stellt keine Waren mehr her. Und Pralinen geht sogar ein bisschen hoch sogar. Gut. Nachdem wir die Kaufleute gemacht haben, also Alkohol und Nahrung, müssen wir uns merken. Merkt's euch. Jawohl. Ahoi. Nahrung nicht so dringend. So, das war's. 100% von denen sind voll. Dann müssen wir ein bisschen runtergehen. Ein bisschen ist gut. Auf minus 221. Ich bitte euch, beeilt euch ein bisschen mit eurem Aufsteigen. Das wäre echt nett. Dann kriegen wir gleich wieder die Königin hier zu sehen. Die sagt uns dann auch noch gleich was. Na komm.
Steigt auf, bitte. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Holz verlötet, stellt nichts mehr, ist auch scheißegal. So. Wie sieht's aus, Leute? Naja, müssen wir noch ein bisschen warten. Naja. Oder? Mensch, da passiert ja gar nichts.